einen ganz tollen Titel. Normalerweise sage ich die Titel der Märchen ja nicht dazu, aber weil es einen sehr schönen Titel hat, sage ich es Ihnen mal. Von einem Hasen, der verheiratet gewesen war. Schon sehr opulent. Ein Hase ging im Grünen spazieren. Hurra, hopp, hey, rief er, hüpft und sprang und machte einen Purzelbaum im Grase. Da kam ein Fuchs daher. Guten Tag, sagte der Hase. Ich bin so glücklich, denn ich hatte mich verheiratet, musst du wissen. Das ist schön, sagte der Fuchs. Nein, sagte der Hase, das ist gar nicht so schön, denn meine Alte war ein Drachen und Haare auf den Zähnen hat sie auch. Oh, das ist schlimm, sagte der Fuchs. Nein, sagte der Hase, das ist gar nicht so schlimm, denn sie hat ein großes Haus und Zaster hat sie auch. Oh, das ist schön, sagte der Fuchs. Nein, sagte der Hase, das ist gar nicht so schön, denn das Haus ist abgebrannt und alles, was sie hatte, auch. Oh, das ist schlimm, sagte der Fuchs. Nein, sagte der Hase, das ist gar nicht so schlimm, denn die Alte ist gleich mit verbrannt.